up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Heute werde ich 5 Dinge aufzählen, die ihr als Typen, als Männer machen müsst oder solltet, um in der Frauenwelt und generell im Leben einfach besser rüberzukommen. Step number one, das Outfit. Wir starten unser Outfit mit coolen weißen Sneakers, dazu die passende Ripped Jeans, ein Oversized Sweater. Das Ganze runden wir ab mit einer schönen Uhr und einem coolen Armband, was den ganzen Look noch matchen. Ja, und ihr werdet somit selbstbewusster und cooler auftreten können, wenn ihr euch in eurer Haut und euren Klamotten wohlfühlt. Schaut, dass ihr was Lässiges findet, was euch gut passt, was zeigt, dass ihr coole Typen seid. Schritt Nummer 2. Versuche nicht immer von Konfrontationen wegzulaufen, sondern störe bewusst auf sie zu. Das heißt jetzt nicht, du sollst aggressiv anderen gegenüber sein, aber vertritt deinen Standpunkt zu 100%. Wenn ihr etwas wirklich nicht mögt, dann sagt das ehrlich und macht das, was ihr für richtig haltet, auch wenn andere vielleicht das jetzt nicht gut finden. Nächster Schritt ist auf jeden Fall die Körperpflege, liebe Leute. Bart pflegen, Bartöl verwenden, Haare pflegen, Haarprodukte verwenden, Deo und Parfum. Auf keinen Fall vergessen, liebe Leute. Euer Gegenüber wird es euch danken. Und ihr werdet auch mehr Chancen haben bei den Ladies. Kleiner Tipp von mir an euch, wenn ihr euch im Bart stehen lasst, so wie es ich gerade versuche, haltet ihn auf einer Länge, wo das Ganze noch gepflegt aussieht. Wenn ihr keinen habt, dann pflegt euch, rasiert euch regelmäßig, dass nicht irgendwo Barthaare wachsen und dann rundherum nichts. Geht regelmäßig zum Friseur. Meine Frisur braucht jetzt auch wieder mal einen Schnitt. Schaut, dass die Seiten schön geschnitten sind. Ja, und im Generellen einfach eine stylische Frisur habt, die euch von der Masse abhebt, ja. Ihr wollt natürlich auffallen, ihr wollt natürlich cool aussehen. Es geht gar nicht darum, jetzt irgendwem hier in den Schatten zu stellen, aber ihr wollt natürlich auch aus euch das Maximum rausholen und das ist der springende Punkt. Ja, und der nächste Step ist mir auch ganz wichtig, mit euch diesen Punkt zu teilen. Steht einfach zu den Dingen, die ihr macht. Ja, wenn andere lustig finden, zum Beispiel, dass du zockst gerne oder dass du gerne Schach spielst, dann ja, steh einfach dazu, dass du das tust und ja, sei auf jeden Fall mit Leidenschaft dabei, weil andere Leute werden sehen, hey, der brennt richtig für das und das finden sie wiederum cool. Es ist egal, ob das jetzt Mario Kart ist oder in dem Fall GTA. Wichtig ist, bleib dir selber treu und wenn du etwas cool findest, dann steh dazu, egal ob es irgendwer nicht cool findet. Tu die Dinge, die du tust, vom Herzen und nicht, weil es irgendwer für cool befindet. Ja? Ganz wichtiger Punkt. So, und Punkt Nummer 5, Step Nummer 5 ist, mach etwas, um dich körperlich, aber auch mental fit zu halten. Und deshalb sehen wir uns gleich wieder im Gym. Whatever, son, you're talking to a clever one. And when it's said and done, the gun smoke clears. I'll be the last man standing, doing damage up in here. I'ma have a couple beers and show a piece of what I'm made of. Cut from the same cloth, monsters you're afraid of. Tja, das war Punkt 5 von 5 Dingen, die du tun solltest, um einfach ein coolerer Typ zu werden und generell ein gutes Auftreten zu haben. Also fassen wir nochmal schnell zusammen. Als erstes, such dir Klamotten, such dir Kleidungsstücke, die deinen Look schmeicheln, deinen Körper auch schmeicheln und in denen du einfach lässig und cool rüberkommst. Schritt Nummer 2, lauf nicht von Konfrontationen weg, sondern sag auch mal deine Meinung und steh dazu, was du für richtig empfindest. Und auch wenn das vielleicht andere irgendwie verletzen könnte,
versuchst du dennoch deinen Standpunkt zu vertreten. Step Nummer 3. Schau, dass du gepflegt bist, rasier dich regelmäßig, lass wenn möglich einen schönen Bart wachsen, aber schau, dass dieser nicht ungepflegt aussieht. Achte auf deinen Hairstyle, achte natürlich darauf, dass du Deodorant verwendest und natürlich auch etwas Parfum für die Damen da draußen. Und ja, sei einfach nicht dieser Typ, der stinkt, von dem Leute einfach sagen, dass er nicht ästhetisch ist. Step Nummer 4. Egal was dein Hobby ist, was deine Leidenschaft ist, steh zu 100% hinter dem, was du machst, wer du bist. Und du wirst sehen, andere werden dich viel mehr respektieren, wenn du zu deinen Meinungen und zu deinen Interessen stehst und zu 100% dahinter stehst, was du für cool empfindest. Ja, und Punkt Nummer 5. Halte dich sportlich aktiv, egal ob du jetzt ins Gym gehst, Radfahren, Laufen, Schwimmen etc. Das ist ganz egal, aber tu etwas für dich und deinen Körper und du wirst auf jeden Fall entspannter sein, wenn du dich täglich einfach ausbauen kannst und es wird dir viel in deinem Leben einfach leichter fallen. Leute, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, meinem Video zu folgen, dann ja, freut mich das auf jeden Fall und ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video wieder und ja, lasst mir auch gern ein Kommentar da, wie euch das Videoformat gefällt. In diesem Sinne, liebe Leute, bleibt wie immer stabil. Piu, euer Patrick. Ciao, ciao.